Hey ho Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Mod, die Rückkehr. Ja, ihr seht, wenn ihr die Folge vorher angeschaut habt, seht ihr, dass ich hier an einem völlig anderen Punkt stehe. Das liegt daran, dass ich mir einfach gedacht habe, ich farm kurz die Pflanzen und die anderen Monster schnell offscreen, dann haben wir nicht so viel Arbeit. Das heißt, wir verschwenden nicht so viel Zeit. Wir waren letztes Mal stehen geblieben eigentlich bei den Nachrichten von dem Großvater von Falk. Da bin ich jetzt auch direkt wieder. Ich habe hier nur die Höhle da hinten gereinigt von Viechern und von Pflanzen und habe die ganzen Sumpfhaie hier umgelegt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier weiter und machen dann auch direkt dann die Quest mit Quahotron und dann sind wir da wieder voll drin. Weil dafür habe ich jetzt nämlich eine halbe Stunde gebraucht, um das Zeug alles einzusammeln und das wären wir da fast zwei Parts gewesen und das muss ja nicht sein. Okay, hier müsste jetzt irgendwo die Nachricht liegen. Hier ist er auch schon. Die lese ich dann auch mal schnell, wenn ich sie finde. Die müsste sein. Interessant. Gestern, nicht weit von meinem Lagerplatz entfernt, stieß ich auf ein sehr seltsames Wesen. Dem Aussehen nach ähnelt es in einem Minecrawler. Nur, da kommt wieder unleserlicher Text, morgen breche ich erneut in die Tiefen des Sumpfes auf. Vielleicht gelingt es mir, dieses Vieh zu finden und zu erlegen. Ben. Ja, da hatte Ben in sich in was reingeritten. Ist natürlich wieder ein toller Hinweis, er geht tiefer in den Sumpf. Glücklicherweise weiß ich natürlich schon genau, wo das ist. Und da laufen wir jetzt auch kurz hin. Da haben wir nämlich die Quest eigentlich schon fast erledigt. Dann steht da nur noch Raven auf dem Plan. Wie gesagt, hier auf der anderen Seite habe ich die ganzen Pflanzen auch schon alles eingesammelt. Es war ja wieder ein Haufen Zeug. Es ist immer so viel hier in dem Sumpf. Und man findet es auch schlecht. Wegen den ganzen anderem Grünzeug, was hier rumliegt. So, tief im Sumpf. Ah ja, das ist da drüben, genau. Oh, hier war ich glaube noch nicht. Zumindest teilweise. Ja, die Truhe hatte ich wohl schon. Kann sein, dass ich die noch nicht aufgemacht habe. Ah, doch. So, wir müssen aber tiefer in den Sumpf. Und zwar in die Richtung. Da ist nämlich die letzte erloschene Feuerstelle. Und da werden wir wohl noch eine Nachricht finden. Und da bin ich echt mal gespannt, was das für ein großes, grausames Tier ist, was Ben da gejagt hat. So, hier war die Stelle. Dann müsste jetzt hier irgendwo was rumliegen. Ah, hier ist auch schon was. Wieder eine Notiz. Das ist, glaube ich, die letzte. Ich habe immer noch nicht den passenden Augenblick finden können, um diese Kreatur zu erlegen. Unleserlicher Text. Sie ist viel zu schlau und gerissen und schafft es immer wieder, mir zu entwischen. Aber morgen wird es mir bestimmt gelingen. Ben. Ja, das ist natürlich auch wieder ein super Hinweis. Wo soll man denn jetzt bitteschön suchen? Aber auch das weiß ich natürlich wieder. Müsste jetzt eigentlich sogar hier irgendwo auftauchen. Ich glaube, ich ziehe lieber meine andere Rüstung an. Weil dieses grausame Tier ist natürlich wieder ein Bossmonster. So. Da ist es auch schon. Fangheuschreckenweibchen. Hört sich jetzt nicht mal so grausam an, aber ist es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich lade das nochmal schnell. Denn als Bossmonster sollte das Vieh eigentlich mindestens einen Lärmpunkt geben noch. Deswegen werde ich hier auch ausnahmsweise meine Waffe wechseln. Die hier. Ich glaube, ich traktiere es erstmal ein bisschen mit Feuerpfeilen. So.
und jetzt den Rest mit dem Schwert. Aber wie langsam das mit dem Schwert wieder geht. Oh, das ist echt ein Witz gegen meinen Zweihänder. Der ist einfach viel zu krass, der Zweihänder. Und ich habe den noch nicht mal aufgepowert. So, wie üblich werde ich jetzt hier kurz nochmal schnell abspeichern, um sicher zu gehen, dass ich auch den Bonus bekomme. Eigentlich müsste es schon einen Lernpunkt geben. Ist eigentlich ein Bossmonster. Tatsächlich. Zack. Und da war auch die Halskette. Jetzt war ich leider ein bisschen zu schnell. Das war gerade die Halskette von Ben. Die hat auch was Gutes. Die hat, glaube ich, Bogentalent. Plus 10. Ah, plus 20 sogar Bogentalent. Ja, aber bringt mir zum Grunde nichts. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, das war es im Grunde schon. Jetzt können wir Falk davon noch berichten dann. Das werde ich aber jetzt nicht machen, weil dazu müsste ich jetzt wieder nach Corinnes latschen. Habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Jetzt kümmern wir um das andere Problem. Ah, das ist an der Stelle immer so blöd. Jetzt bleibt die Kampfmusik die ganze Zeit im Hintergrund. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal kurz speichern und neu laden. Hier ruckelt es auch wieder ganz schön. Ah, habe ich das schon gesagt? Okay. Ja, dann können wir eigentlich direkt ins Tal gehen. Ah ja, stimmt. Stimmt, da waren wir ja. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Vor lauter Pflanzen aufsammeln und so. Ich weiß auch genau, wo wir standen vorhin. Beim letzten Let's Play. Und zwar dürfte ich irgendwo hier vorne gestanden haben. Richtung dem Varan. Da habe ich ja gesagt, den Varan töten wir in der nächsten Folge. Und damit habe ich auch nicht gelogen, denn es ist ja die nächste Folge und wir töten einfach die Varan jetzt. Oh, aber ich nehme lieber meinen Zweihänder. Mit dem fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicherer. Ich weiß auch nicht warum. So. Hier hat irgendwie der Sound gerade ein bisschen Probleme. Aber ich bin immer gespannt, wie wir an den zwei Orks jetzt hier vorbeikommen. Ja, zur Not greifen wir wieder in die Trickkiste und machen den Speichern-Laden-Trick. Ist mir eigentlich egal. Ich finde sowieso, dass diese Pumpgun-Orks echt unfair sind. Als mittlerer Kämpfer kommt man an die ja überhaupt nicht ran. So. Komm mal her. Oh. Das Fressen wird wichtiger. Upsi, Upsi, zwei Stück, drei Stück. Nein, nein, meine Erfahrung, meine Erfahrung. Habisch. Wow. Nein, ich will's haben, ich will's haben. Hab's. Ja, so macht das Kämpfen doch Spaß. Und sich die Artgenossen selbst bekämpfen. Also, ein bisschen Kreuzschmerzen hier von Pflanzen aufsammeln. Und da drüben sind auch schon die Gurks. Die gefallen mir gar nicht, wie sie da rumsitzen. Die werden jetzt bestimmt gleich kommen. Hier sind auch wieder diese hässlichen Sumpfratten. Ja, leg dich ruhig hin. Passt schon. Links, rechts. So, viel Wind um nichts. Ja, die Waffe ist ein bisschen laut, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit echt dran. So, jetzt haben wir die Wahl. Gehen wir erst links lang oder rechts lang? Eigentlich müssen wir questbedingt nur rechts. Aber ich nehme eigentlich gern den linken Weg noch ein bisschen mit. Ich frage mich gerade, ob ich das auch schnell offscreen einfach machen soll, weil da hinten passiert eigentlich nichts Interessantes mehr. Ich glaube, das mache ich einfach später schnell, sobald wir Quadron haben. Das heißt, gucken, ob ich es in der Folge noch schaffe. Ich habe noch ungefähr 10 Minuten. Und dann
hau ich den ganzen hinteren Teil einfach kurz selber durch. Da ist ja nur ein so ein Herrenhaus. Ich glaube, wo die Steinwächter sind, ist das, glaube ich, da hinten. Steinwächter oder Minecrawler müssten das da hinten sein. Ist jetzt nicht so interessant. Ich meine, das gehört ja auch nicht zu den neuen Quests von Die Rückkehr, deswegen kann ich das ja bedenkenlos einfach so machen. Habt ihr ja nichts verpasst davon. Wie gesagt, bei dem Let's Play geht es halt hauptsächlich um die neuen Inhalte von Die Rückkehr. Und da ist es ja egal, ob ich jetzt mal hier ein bisschen offscreen irgendwas mache. Stört bestimmt niemanden. Sonst hätte ich das bestimmt schon reingeschrieben. Weil, wie ihr euch erinnern könnt, habe ich ja nicht bei 0 angefangen, sondern habe irgendwo bei Level 20 erst angefangen aufzunehmen, wo ich hier schon bei Onas Hof war und alles. Weil da hatte ich ganz ehrlich keine Lust mehr von vorne anzufangen. Ist, glaube ich, auch verständnisvoll. Auch verständlich bei so einem riesen Projekt. So. Ich werde diesmal mal versuchen, die Orks mal ein bisschen ehrlich fertig zu machen. Werde aber, denke ich mal, scheitern dabei, weil. Und dann müsste ich jetzt hier großartig Magie wieder verschwenden, wie zum Beispiel Eisblock oder so. Weil Feuerpfeil wird die allein nicht aufhalten. Weil Feuer macht den Orks überhaupt nichts aus. Und so eine Armee beschwören will ich jetzt eigentlich auch nicht. Blitzschlag ist eigentlich auch wirkungslos. Ich kann es mal probieren, aber. Ich könnte mal versuchen, nur einen anzulocken, aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Da zückt er schon seine hässliche Armbrust, wie ich das schon wieder hasse. Oh, das wird jetzt hässlich. Das wird echt hässlich jetzt. Toll. Ja, okay, ging eigentlich. So, hoffentlich hat der keine Armbrust dabei. Was hat denn der gerade? Oh, die scheiß Armbrust in der Hand. Der zuckt mich halt mit 2 oder 3 Bolzen voll weg. Das hat aber eigentlich gut geklappt. Schnell weg, schnell weg. Ja, als Magier hat man natürlich wieder keinen Mana. Schon traurig. So, jetzt einfach ungespeichert rein. Das muss einfach jetzt mal kurz sein. Den kann ich auch gut schaffen jetzt. Ja, Mann. Aber halt auch nur, weil ich hier diese Mega-Zweihandwaffe habe. Ohne die wird es ganz anders aussehen. Ja, ich bezweifle, dass wir Quaodron jetzt noch schaffen werden. Es wird ein bisschen knapp jetzt. Wenn nicht, verschieben wir das einfach kurz auf nächste Folge. Wir haben ja echt keinen Zeitdruck hier. Wir müssen jetzt noch an einem Ork vorbei und dann noch an Schattenläufer und das war's dann. Und an dem Troll natürlich, ja. Das ist eigentlich das größte Problem im Moment, der Troll. Aber da habe ich ja einen netten Tipp bekommen von jemandem. Ja, natürlich, ich kann mich auf eine Anhöhe stellen und mit Feuerpfeilen einfach runterbolzen. Ja, ist im Grunde nichts anderes, als wenn ich hier Quicksave und Load mache. Das ist auch nichts anderes. Ja, aber so ein Troll im Zweikampf besiegen ist schon was eigentlich. Aber das ist halt auch ein bisschen Müll eigentlich. Ich versuche den jetzt einfach mal so. Vielleicht habe ich ja Glück und ich schaffe den. Ah, er zieht sowieso seine Waffe. Nahkampfwaffe. Liegt wahrscheinlich daran, dass der gar keine Armbrust hat, glaube ich. Doch, auf dem Rücken hat er eine. Ja, man sieht sehr schön. Gegen einen Nahkampf-Ork komme ich an. Aber alles, was ein Ork übersteigt, da sehe ich echt noch ziemlich schlecht aus. Das wird sich später aber mit der Urizil-Todesrune ändern. Aber naja, dazu kommt es erstmal jetzt noch nicht. Da müssen wir erstmal viele Minenteile erledigen, um das Schwert zu holen. Von dem her wird das natürlich noch nicht so bald passieren. So, ich speichere nochmal kurz. Was habe ich nochmal? La la la. Come on.
Ich muss mir jetzt da reinfuschen. So, das war's mit dir, du. So, der Eremit. Der kann uns ja auch das Lesen der Steintafeln, also der fremden Sprache, beibringen. Allerdings komischerweise genau zu so einem hohen Preis wie die Wassermagier selber. Deswegen ist es eigentlich egal, wo man die Sprache lernt. Ich werde erstmal die Sprache sowieso nicht weiter lernen, denn die Boni hebe ich mir alle zum Schluss auf. Dann brauche ich jetzt nicht nochmal... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich glaube, 25 muss ich noch aufwenden, um die zweite und dritte Sprache zu lernen. Das mache ich erstmal nicht. Dafür ist es mir im Moment noch zu schade. Und ich will erstmal die ganzen Grundwerte noch ein bisschen hoch pushen. Nichts zu holen. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Der Schattenläufer dürfte jetzt schon aufgeschaltet sein, meine ich. Oder er schläft noch. Keine Ahnung, ich erkenne es von hier nicht. Aber egal. Ja, er ist schon wach. Geht eigentlich auch ziemlich gut. Ja. So, aktiviere ich noch kurz den Teleporter. Okay. Wieder auch so einer der seltenen, ja, Fehler. Normal sollte der Fokus natürlich auf dem Podest stehen. Jetzt ist er halt 2 Meter höher in der Luft. Komfort ändert aber jetzt gerade nichts an der Funktion. Jetzt werde ich mir noch ein bisschen Fleisch braten. Gleich mal 50 Stück. Ah, ich speichere lieber nicht, dass der mich jetzt angreift, weil ich dem sein Fell wegnehme. Ja, wir klauen ihm erstmal alles hier fröhlich. Was er sich mühsam zusammengesammelt hat. So, ich werde mich jetzt ein bisschen aufladen und dann mal kurz schlafen legen. Und da das Schlafsystem ja so richtig bescheiden ist, muss man da wirklich echt Glück haben, dass man die richtige Uhrzeit erwischt. Ah, da werde ich einfach wieder kurz vorher abspeichern, so wie immer. Wenn mir die Zeit passt, dann ist es okay. Wenn nicht, muss ich halt nochmal neu laden. So, ich glaube, so könnte es klappen jetzt. Ich finde es nicht schon ein bisschen zu viel war jetzt, aber ich schaue einfach mal. Wenn nicht, lege ich mich ja gleich nochmal schlafen. 32. Tag, 21 Uhr. 32. Tag. Okay, das war wahrscheinlich viel zu viel, was ich jetzt mich aufgeladen habe. Jetzt muss ich halt ein paar Mal mehr schlafen. So, 33. Tag. 0 Uhr. Raus aus meinem Bett! Oh, es liegt ja nichts, sich natürlich hier rein. Klar, ist ja eigentlich sein gutes Recht. Dann muss ich es jetzt schnell auf eine andere Art machen. Aber ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ich vergesse es immer. Ah doch, ich hab's schon. Sollte eigentlich jetzt ganz gut klappen. Vielleicht einmal oder zweimal noch schnell. 33. Tag, 2 Uhr. Noch einmal schnell. Wo ist es denn? Schön, dass ich das immer wieder ganz woanders hin teleportiere in meinem Inventar, dass ich es nicht mehr finde. Oder ich habe es noch gar nicht aufgesammelt, obwohl ich gedacht habe, ich habe es aufgesammelt. Tut mir leid, Leute. Okay, wir schlafen noch einmal und dann dürfte es passen. Ja, das ist doch eine gute Zeit, Leute. 33. Tag, 4 Uhr. Das muss ich wieder gleich mit einer großen Speicherung feiern. Ja, wir können jetzt noch kurz mit dem
Eremiten quatschen und dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Und dann nehmen wir uns wirklich nächste Folge Quaut rum vor. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Enos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Aber meine bekommst du nicht. Du musst dir deine eigenen suchen. Ja, können sie uns jetzt beibringen, Stufe 2, aber das brauche ich jetzt im Grunde nicht. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Okay, ich gebe ihm mal ein paar Klamotten. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Mal gucken. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Die Lederrüstung. Oh, ich glaube, die sollte ich ihm jetzt echt nicht verkaufen, denn dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr mit den Jägern reden. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber eigentlich die Rüstung vom Ring des Wassers, die kann er eigentlich schon haben. Die brauche ich nicht mehr. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Ja, er hat mir jetzt, ich glaube, sogar ein paar magische Steintafeln gegeben. Oder eine, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr nett. War ein guter Tausch, denn die Rüstung brauche ich wirklich nicht mehr. Es hat Erfahrung gegeben, also alles Paletti. Jetzt würde ich sagen, töte ich noch schnell diese eine oder zwei Sumpfratten, wie viel das auch sind. Und dann machen wir an der Stelle Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!